Ey, der hat sogar gehalten. Geil. Ah, der bringt dann die Leute hier also gerade durch. Hm. Eigentlich müssten wir das ja auch nochmal irgendwie ein bisschen ändern oder hier irgendwie nochmal eine zweite Station oder sowas mit hinmachen. Oder das einfach nochmal ein bisschen anders machen, wenn hier nochmal eine Linie dazukommen würde. Sag ich mal. Ja gut. Entschuldigung, ich kann ja schlecht hier... Ich könnte hier am ersten... nee, das wird so wenig werden. Gut, ich kann ja einfach mal sagen, trotz alledem, das ist ja dann das Gleis hier. Hier fährt jetzt die U-Bahn lang, ne? Gucken, den bis dort hoch und zurück. Hätten wir dann hier noch mal eine zweite Linie, die dann da oben schön lang fährt. Die aber eigentlich genauso auch dort halten müsste, rein theoretisch. Bei der können wir es ja so machen, der eine hält... Wenn wir sagen, der hier hält rein zu. Und raus zu... Nee. Na gut, ist aber doof. Das mache ich jetzt einfach mal so. Mal gucken, was passiert. Zwei Linien sind ja für einen Bahnhof eigentlich noch verkraftbar. Theoretisch zumindest. Dann wollen die Leute gar nicht mitfahren. Na, das ist ja wohl super. Wie sieht es hier aus? Gut, zu wenig Arbeitskräfte, ja. Lasst mal die besagte Kirche hier im Dorf. An sich lasse ich es einfach mal laufen. Aber auf jeden Fall schön, dass das Gleisdreieck soweit funktioniert. Bring Passagiere nach Bahnhof. Cool. Ah, jetzt hier Linie 10.
gucken, wie das gleich aussieht. Ah, ja, jetzt sieht es auch ein bisschen anders aus. Ich fahre jetzt bei dem mal mit und dann würde ich auch sagen, ist die Aufnahme schon wieder langsam, aber sicher vorbei. Na ja, schön durch den Fort erstmal durch. Dann langsam aber sicher in Richtung große Stadt. Ja, hier jagt ein Zug den anderen. Natürlich auch was ganz Tolles. Ich hoffe eben nur, dass jetzt hier kein Stau entsteht. Das wäre schade. Gucken, wie viele bis zum Ende mitfahren. Sogar noch einer dazugekommen. Aha. Ich muss mal ganz kurz was trinken. Und dann geht's hier gleich weiter, 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 ja. Dann hier mit rein, genau. Das einzige, womit ich hier auch noch nicht zu finden bin, ist hier dieser veränderte Abzweig. Das gefällt mir noch nicht ganz. Oh, oh, hier warten viele Menschen. Aber kaum einer möchte mitfahren. Aha. Naja. Gut, dann halt nee. Dass das hier so ungefähr funktioniert, ist sehr schön. Meine Schöpfung. Nur hier würde ich gerne mal gucken, dass man sagt, dann, naja gut, hier fahren auch wieder Züge drauf. Vielleicht auch nicht so günstig. Hm. Alles ist schon ein bisschen blöd. Gehen eigentlich der Abzweig da unten hin. Achso, der hat ja sogar eine Anbindung. Können wir ja hier in der Mitte den später vielleicht mal nutzen noch. Um dann darüber noch zu verbinden. Aber na gut, das werden wir mal noch sehen. U-Bahn technisch. Okay, es fahren auf jeden Fall insgesamt viele Leute mit der U-Bahn. Ich frage mich, wieso immer noch so viele Leute abhauen. Eigentlich haben sie doch allgemeine Zufriedenheit. Haben doch eigentlich alles, was sie brauchen. Ich gucke nochmal ganz kurz hier. Bodenrichtwerte. Ne, das war nicht Bodenrichtwerte, das sind Bodenrichtwerte. Okay, da ist es ganz schön schlecht. Genau, können wir ja mal als Erinnerung an die gute alte Zeit einen kleinen Creeper hinsetzen. Vielleicht mal einfach da so. Und insgesamt, damit die Leute auch noch ein paar Parks haben. Kleiner Spielplatz. Platz mit Bäumen. Ah, das sind die Ploppable Stones. Aber nur einer, ich habe doch ganz viele andere noch abonniert. Wow, cool, man sieht ihn auch nicht. Das ist ja geil. Das interessiert mich. Du hast Leute, du hast Leute. Okay. Das zeigt mir aber, die Ausweichstelle hier bringt schon mal was. Wow, der Creeper ist vielleicht ein bisschen gross.
Ich lasse ihn trotzdem, weil ich den cool finde. Aber ich weiß nicht, ob der auf Dauer dort bleibt. Das mal, naja, mal gucken. Ist vielleicht ein bisschen eher was für woanders. Gut, hier unten, das sieht ja soweit alles sehr gut aus. Wird auch sehr gut angenommen. Die Straße hier genauso. Die neuen Taxen, wie viel sind denn da unterwegs? 27, mhm. Das ist in Ordnung. Wow, 301 Leute. Wow. Gut, da würde ich jetzt eigentlich auch mal sagen, es ist mal wieder soweit. Ich bedanke mich schon wieder oder immer noch fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann hoffentlich doch in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch gefallen hat, würde mich das natürlich sehr freuen. Und ich sage jetzt, wow, jetzt fehlen hier unten aber echt viele Leute langsam. Wieso fehlen jetzt auch so viele? Da muss ich nochmal ganz kurz in die Richtlinien. Rauchmelderverteilung. Verringert die Zufriedenheit etwas. Gut, das habe ich ja nicht. Erhöht Steuereinnahmen, erhöht Tourismuseinnahmen, verringert das Kriminalitätsrate, erhöht das Polizeibudget. Können wir auch noch reinmachen. Schule ist aus. Oder Gefängnisstrafen, okay. Steuerentlastung. Machen wir das noch. Förderung des Radverkehrs. Erhöht den Bodenrichtwert. Verdoppelt den produzierte Waren. Mal gucken, ob das was bringt soweit. Mal gucken, ob da wieder ein paar mehr Leute herkommen. So ganz langsam wird es ja doch kritisch. Okay, wir verdienen zumindest schon mal viel. Na gut, das spielt ja hier auch spielt ja hier zum Glück keine Rolle. 12 von 12, 20 von 24 Haushalten. Ja, hier oben vielleicht trotzdem noch mal einfach, vielleicht ziehen ja irgendwann hier noch Leute dazu, hoffentlich bald. Ja, tatsächlich erstmal zwei Häuser. So, wow, 106.000, uiuiuiui, 115.000, ai, das hätte ich mir manches mal als reguläres oder im regulären LP gewünscht, solche Zahlen. Gut, aber ich sage jetzt nochmal, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder mit unserem tollen Gleiswirrwarr. Ich bin immer noch ganz stolz darauf, dass der so funktioniert, wie ich das wollte. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zusehen, zum dritten oder vierten Mal schon. Und bis dahin eine schöne Zeit. Tschüss.